Die reicheren EU-Länder hat die Angst vor einer Einwanderungsflut aus Rumänien und Bulgarien erfasst, nun da die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit gilt. Großbritannien geht gegen den Sozialhilfetourismus vor. Deutschland plant Ähnliches. Ein britisches Think Tank spricht derweil von Panikmache. Die Debatten vor der EU-Wahl werden schärfer. Ein britischer Liberaldemokrat wirft seinem Koalitionspartner, den Konservativen, vor, etwas panisch zu sein. Anti-Einwanderungsparteien legen in den Umfragen zu. Ist Einwanderung also eine Gefahr oder eine Chance für Europa? Hallo, ich bin Chris Burns. Herzlich willkommen bei The Network. Wir sprechen mit Experten, um einer Sache auf den Grund zu gehen. Aus dem Europaparlament in Brüssel sind uns zugeschaltet Minodora Clivetti aus Rumänien. Sie ist Mitglied des Ausschusses für Arbeit und Soziales sowie Mitglied der Progressiven Allianz der Sozialisten und Demokraten. Stuart Agnew von der UK Independence Party. Er sitzt im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung und ist stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für konstitutionelle Fragen. Und aus London zugeschaltet ist Alex Glennie, Forschungsbeauftragter am Institute for Public Policy Research. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Lassen Sie mich zunächst eine Frage an Sie alle stellen. Minodora, welche Vorteile bringt eine Einwanderungswelle den reicheren Ländern, nun da die letzten Beschränkungen aufgehoben wurden? Überhaupt keine Vorteile, denn ich bestehe auf dem richtigen Begriff. Rumänen und Bulgaren sind keine Einwanderer, sondern europäische Bürger und sie sind nicht an einen Ort gebunden. Sie sind keine Einwanderer. Das möchte ich zunächst klarstellen. Okay, sehr gut. Stuart, ob wir es nun Einwanderung nennen oder nicht, machen Sie sich Sorgen wegen eines stärkeren Zuzugs in Ihr Land? Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass das kommt. Einigen osteuropäischen Ländern wurde vor 7 oder 8 Jahren zugesagt, dass ihre Bürger nach Großbritannien kommen dürfen. Uns wurde erzählt, es kämen jährlich nur 13.000 Menschen. Tatsächlich sind es 3 Millionen und es könnten noch mehr werden. Das überrascht mich nicht, denn der Mindestlohn beträgt bei uns 6 Pfund und wir haben ein gutes Sozialsystem. Okay, Alex, wie denken Sie über das Thema? Wir haben bislang noch nichts beobachten können. Die Zahlen haben sich bislang kaum geändert. Es ist schwierig, solche Prognosen abzugeben. Rumänen und Bulgaren können in Großbritannien seit 7 Jahren arbeiten. Wir werden also nicht so einen Zuzug erleben wie bei den Ländern, die 2004 beitraten. Gut, aber wie gerechtfertigt sind die Einschränkungen bei der Sozialhilfe, die Großbritannien beschlossen hat? Wie groß ist die Gefahr des Sozialhilfetourismus? Stuart, was denken Sie? Nun, das Schlüsselwort heißt Gleichbehandlung. Jeder in der EU ist unseren Bürgern gleichgestellt hinsichtlich der Unterstützung. Wenn unsere Regierung aber einseitig entscheidet, den Zugang zur Sozialhilfe zu beschränken, dann zieht sie den Zorn der EU auf sich. Okay, Minodora, wie ist Ihre Position? Was denken Sie? Meiner Ansicht nach ist das, was in England geschieht, eine innere Angelegenheit. Die Sorgen vor einer Einwanderungsflut sind unberechtigt, denn schließlich haben Sie ja mitbekommen, dass am 1. Januar nur ein Rumäne nach Großbritannien umgezogen ist. Alex, würden Sie sagen, dass die Kürzungen bei der Sozialhilfe irgendetwas bewirkt haben? Hat das irgendwelche Auswirkungen auf den Zuzug von Menschen? Das ist unwahrscheinlich. Das Problem ist, dass viele Einwanderer keine Sozialhilfe wollen und sie können sie auch nicht sofort beantragen. Die meisten Menschen kommen, um zu arbeiten. Die neuen Beschränkungen werden also kaum Auswirkungen auf die Einwanderung haben. Gut, aber der EU-Binnenmarkt braucht doch Arbeitskräfte, die sich frei über Grenzen hinweg bewegen können, so wie Waren oder Dienstleistungen, oder nicht, Stuart? Das gilt für den Fall, dass das kontrollierbar ist, wenn wir wissen, wer hierher kommt, wenn wir den Gesundheitszustand kennen, wenn wir ein polizeiliches Führungszeugnis haben, wenn wir wissen, dass das keine Schuldner sind, die vor ihren Gläubigern flüchten. Leider haben wir aber keine Ahnung, wer aus der EU in unser Land kommt. Gut, Minodora, was denken Sie über die populistischen Aussagen, dass durch Einwanderung die Kriminalität steigt, dass es zum Betrug bei der Sozialhilfe kommt? Das ist nicht richtig. Solche Aussagen müssen durch Daten belegt werden. Sie wissen genau, dass Premierminister Cameron gerade erst eine Anfrage verschieben musste, weil die entsprechenden Daten fehlen. Rumänen gehen also nach Großbritannien, um zu arbeiten. Sie sind keine Bettler. Alex, die Studie ist verschoben worden. Fehlen also die Belege für die Aussage, es gibt da einen Haufen von Sozialhilfetouristen?
Es fehlen sicherlich einige Daten zu diesem Thema. Die Regierung hat bisher keine Beweise vorgelegt und sie hält sich sehr damit zurück, diesen Bericht zu veröffentlichen. Meiner Meinung nach ist es aber wichtiger zu schauen, welche Auswirkungen die Einwanderung auf Gebiete hat, die einen starken Zustrom erwarten. Wir müssen über die sozialen und wirtschaftlichen Folgen für diese Gebiete nachdenken. Die OECD und andere Organisationen haben Studien veröffentlicht, die belegen, dass durch die Einwanderer das Bruttoinlandsprodukt steigt. Einwanderer mehr Steuern zahlen, als sie Sozialhilfe beziehen. Muss man mehr für die Immigration werben, Stuart? Ich möchte Ihnen dazu stimmen und noch einmal wiederholen, was ich bereits gesagt habe. Wenn man weiß, wer kommt, wenn man die bekommt, die man haben möchte. Wir von der UKIP wollen ein System, wie es in Kanada existiert, in Australien und Neuseeland. Diese Länder erlauben nur den Zuzug von Menschen, die man haben will. Gut, Minodora, was sagen Sie dazu? Wir müssen europäisch denken, denn gleichzeitig arbeiten 1 Million Briten überall in der Europäischen Union. Die nutzen ihr Recht auf Freizügigkeit genauso. Das ist eine Chance für uns alle. Alex, nach den Studien, die Sie kennen, ist das Argument des Sozialhilfetourismus falsch? Ist es genau andersrum? Viele Studien belegen die wirtschaftlichen Vorteile der Arbeitsimmigration in der EU. Es stimmt, es ist wahrscheinlicher, dass die Einwanderer eher Steuern zahlen, als dass sie Unterstützung beanspruchen. Die wirtschaftliche Seite ist also ziemlich klar, aber es gibt auch eine soziale Seite und Länder, die einen starken Zuzug erleben, müssen sich erst einmal damit arrangieren. Das muss berücksichtigt werden, das haben wir durch die Forschungen festgestellt. Gut, sprechen wir über das Europäische Parlament. Das hat eine Resolution verabschiedet, welche die Regierungen aufruft, die Freizügigkeit zu respektieren. Das wurde vom Parlament verabschiedet. Kann und sollte die EU noch schärfere Maßnahmen ergreifen, Minodora? Das ist ein sehr gutes Signal und ich bin sehr froh, dass diese gemeinsame Erklärung verabschiedet wurde vom Europäischen Parlament. Die Debatte wird sich dadurch abkühlen, da bin ich mir sicher. Und unsere europäischen Einwohner, davon bin ich überzeugt, werden einen Platz in der EU finden, wo sie arbeiten können und gut miteinander auskommen. Das Europäische Parlament hat aber nicht die Befugnisse dafür, Stuart. Was dieses Thema angeht, da wurde die Macht an den Kommissionspräsidenten übertragen und an die europäischen Institutionen. Das steht im Maastricht-Vertrag, der grob ausgedrückt besagt, dass die Türen für die Einwanderer aufgerissen werden müssen. Wir haben diesen Vertrag unterschrieben und solange der in Kraft ist, müssen wir uns daran halten. Sonst fliegen wir aus der EU. Alex, was ist mit der Integration? Wissen Sie, wie die Integration gestaltet werden müsste, um die Einwanderer in den EU-Ländern wirklich einzugliedern? Die Integration ist etwas, das bereits recht ausführlich betrachtet wurde. Wir beschäftigen uns viel mit Einwanderern von außerhalb der EU. Aber es muss mehr für die getan werden, die aus der EU einreisen. Minodora, stimmen Sie dem zu? Natürlich. Es gibt auch Geld dafür, europäisches Geld, beispielsweise den Europäischen Sozialfonds. Der ermöglicht es allen Mitgliedstaaten, Geld für die Integration zu beantragen, für Einwanderer, aber auch für Europäer. Okay. Es gibt da also Hilfe. Stuart, denken Sie, es müsste mehr für die Integration getan werden? Dort, wo ich lebe, im Osten von England, da gibt es kaum Integration. Die verschiedenen Nationen von überall aus der EU tendieren dazu, in ihren eigenen Gemeinschaften zu leben. Es reicht nicht, wenn wir Übersetzer und Dolmetscher haben. Das führt dazu, dass die Einwanderer keine Motivation haben, unsere Sprache zu lernen. Und wenn ich das noch kurz erwähnen darf, sie dürfen auch Wohnungen beziehen. Und sobald ein Paar aus der EU in einem Haus wohnt, kann es andere Menschen aufnehmen. Viele Menschen. Und das verursacht viel Ärger dort, wo ich wohne. Stuart, vielen Dank. Danke an Sie alle. Ich möchte mich bei unseren Gästen bedanken, Minodora Clivetti, Stuart Agnew und Alex Glennie. Ich bin Chris Burns. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.